Hallo Leute und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Clash of Clans, heute mit dem Thema Dorfbesuche. Mich haben in den letzten Tagen mehrere in den Kommentaren gefragt und auch so, ob ich nicht mal einen Dorfbesuch machen könnte. Dementsprechend machen wir jetzt heute mal das allererste Mal Dorfbesuche und zwar gleich von drei Dörfern. Wir starten mit dem Jarlord, danach kommt Ben the Man und als dritter Dia 3 Dorf. Wir sind hier schon direkt beim Jarlord. Level 62 ist ein Rathaus 7 und ab jetzt geht's mit du weiter. Ja, ich mache die Aufnahme hier gerade schon zum dritten Mal, weil mein Aufnahmeprogramm aus irgendeinem Grund immer abstürzt. Da muss ich mal gucken, was ich da ändern kann. Okay, kommen wir aber jetzt hier mal zu deinem Dorf, ja Lord. Also, du hast hier eine symmetrische Base aus dem Internet, so wie es mir aussieht. Bis auf die Lager sind natürlich hier gegenüber gespiegelt und König und Dunkle sind nicht gleich. Aber bei dieser Base weiß man natürlich schon sehr genau, wo die Fallen sind. Ne? Also die werden zum Beispiel hier sein, zwischen den Verteidigungen werden die Sprungfallen sein für die Riesen. Hier oben wahrscheinlich Riesenbomben, hier Teslen. Dementsprechend würde ich eine asymmetrische Base nehmen, wo die Angreifer sich entscheiden müssen, ob sie am liebsten dein Rathaus kriegen wollen oder ob sie dein dunkles bzw. eine Menge von deinem Elixier kriegen wollen. So, und du setzt dein Rathaus so ein, quasi wie bei einem Anti-Drei-Sterne-Dorf, dass es eher dann tankt und die vielleicht noch nicht mal die 50% kriegen, indem du da die Def so hinterpackst, dass das eben nicht möglich ist. So, ansonsten hast du den Aufbau eines Dorfs schon sehr gut verstanden, wenn du das nachvollziehst. Und zwar, die Minenwerfer müssen so sein, dass sie das ganze Dorf abdecken, ebenso wie die Luftabwehr. Das ist hier super gut gelungen, schön mittig, zentral. Dann hat man hier ganz zentral die Klamenburg und das Rathaus, ist auch in Ordnung für ein Dorf. Ebenfalls das dunkle Lager hier und der König in der Mitte gut geschützt. Auf Rathaus 8 solltest du dann darauf achten, dass man so weit baut, dass man die Klamenburg-Truppen nicht mehr in 1 locken kann. Das wäre ganz wichtig. Ja, ansonsten die Bogenschützentürme außen sind super. Die Magiertürme würde ich eher nochmal irgendwo ein Feld nach innen stellen. Beziehungsweise immer so, dass sie deine Lager gut verteidigen. Du hast jetzt nur 2. Das heißt, an sich sind die da schon ganz gut platziert, schützen hier die beiden Lager, das ist alles in Ordnung. Ja, also Base ändern, weiterhin darauf achten, dass du die Riesenbomben, dass du zum Beispiel hier außen so Spots machst, zum Beispiel hier, könnte eine Riesenbombe platziert werden, wenn du einen Elixiersammler ein Feld nach unten packst. Und das Ganze würde ich aber das ganze Dorf rum machen, sodass man nicht weiß, wo die Riesenbomben sind. Verstehst du? Also das ist wichtig, dass dann da zum Beispiel bei Bartsch die ganzen Barbaren dann reinrennen, nachdem sie auf das erste Gebäude hier gegangen sind, dass sie danach in eine Riesenbombe rennen und alle wegsterben. Jo, und deine Fallen sonst eben wichtig, die Teslen so, dass sie eben auch gut mit Außenverteidigung, also sie sind außen bzw. sonst aber auch im inneren Kreis der Base eher angesiedelt. Ja, und das war's soweit hier, die einsame Kanone hier draußen. Die würde ich da nicht hinstellen, die würde ich eher hier nach innen stellen und die Fahnen hier unten und hier oben, die sind auf jeden Fall auch überflüssig. Denn es geht ja schließlich darum, dass du mit dem Dorf möglichst gut verteidigen willst und nicht nur um das Aussehen. Ja, das war's soweit zu dir, ja Lord. Dann kommen wir jetzt zum nächsten, zu Ben the Man. So, da sind wir wieder. Jetzt bei Ben the Man. Ein komplett maxed out Rathaus 10er. Sogar hier den Luftfeger ist maxed out. Das Einzige, was ihm noch fehlt, sind die Helden, dass die maxed out kommen. Und natürlich die Mauern, aber ansonsten von der Def her maxed out. Du hast hier eine gute Anti-Valkyrie, Anti-3-Sterne-Base. Das heißt, das Rathaus steht so, dass wenn man von hier oben angreift, dann schießt diese gesamte Def, die X-Bögen, die hier hinter sind, und die Kanonen, die Bogenschützentürme hier außenrum. Hier sind alle so angesiedelt, dass die hier relativ gut die Mittelfläche abdecken. Genauso die Helden, die hinter dem Rathaus dann stehen, sorgen dafür, dass die Truppen, die ankommen, abgelenkt werden. Und durch die vielen einzelnen Mauern ist es unglaublich schwer, da einen vernünftigen Erdbebenzauber oder Jumpzauber hinzusetzen, um da reinzukommen. Also, an sich ein Top-Dorf. Wichtig ist bei Rathaus 10 generell, dass die Klamenburg möglichst so gesetzt ist, dass man sie nicht locken kann. Denn die Klamenburg-Truppen sind sehr ausschlaggebend für den Ausgang eines Angriffs. Gerade wenn man Pokale pusht,
sollte man das im Auge behalten. Ansonsten hat er hier außen die Gebäude relativ nah dran, sodass man da eigentlich keine Prozente holen kann. Was ich ein bisschen unnötig finde, was vermutlich gemacht wurde, hier die suchenden Luftminen nach außen zu setzen. Die wären eigentlich eher irgendwo sinnvoll hier innen. Zum Beispiel bei der LA dort sind die gut. Beziehungsweise bei der LA hier wäre auch irgendwo noch nice, wenn da welche in der Nähe wären. Zum Beispiel hier vorne, wo die Sprungfallen sind. Also über die Fallen lässt sich ein bisschen streiten. Aber dennoch gilt für jeden Rathaus 10er, und das weiß eigentlich auch jeder Rathaus 10er, der so weit gekommen ist, dass man die Fallen anpasst, je nachdem, wie man angegriffen wird. Und ich denke mal, wenn welche ihn mit Drachen angreifen, dann fangen die hier oben an anzugreifen. Und wenn dann dort direkt die schweren suchenden Luftminen aufploppen, dann hat man dort schon meist eine Menge Schaden gemacht, zusammen hier mit der LA, die hier unten ist. Und mit den, ja, die Vorbeugungstests, die auftreten, dass sich das Ganze lohnt. Dementsprechend, ja, gutes Placement der Fallen. Dementsprechend wahrscheinlich auf die Verteidigung abgestimmt, ja. Und auch ansonsten an sich eine runde Sache mit diesem Dorf. Ich habe zu diesem Dorf auf meinem Channel noch kein Replay, beziehungsweise kein Speedbild. Aber das könnt ihr beim Ben the Man finden. Der hat nämlich auch einen Channel, der heißt Clash with Ben. Ich habe mal hier oben den Channel eingeblendet. Da könnt ihr auch direkt draufklicken und kommt so direkt zu seinem Channel, beziehungsweise könnt ihr direkt hingehen und euch den auch mal angucken. Der macht sehr, sehr gute Videos, sehr, sehr gute Strategieerklärungen. Ja, und in dem Sinne war es das von mir zu dem Dorfbesuch von Ben the Mans Dorf, und dann machen wir weiter mit Dia 3 Dorf. Ja, nun haben wir hier noch Dia 3 Dorfs. Er hat die klassische Boxbase mit sehr vielen Gebäuden in der Mitte, wobei das Problem ist, dass hier so ein bisschen Platz gelassen ist für Riesenbomben dazwischen. Das bedeutet, er ist ebenfalls maxed out Rathaus 10. Er hat jetzt bei 35er Helden, also nahezu komplett maxed out. Die 11er Mauern hier sind auch schon sehr, sehr weit. Da fehlen nicht mehr viele, nur noch diese paar hier. Ich schätze, ich tippe mal so auf circa 100 Mauern, die da maximal noch fehlen. Ja, und der Aufbau der Base ist an sich sehr, sehr gut. Die ganze Strategie dahinter ist im Grunde ja, dass er hier die in der Mitte die High-Life-Points-Gebäude hat, also Lager oder was auch immer, aber auf keinen Fall eigentlich Devs, also sowas wie hier den Luftfeger. Der ist eigentlich dann nicht gut, obwohl da stört er nicht, weil da der Abstand zur nächsten Dev ziemlich hoch ist. Das heißt, wenn er jetzt mit Gohok, Quatsch, wenn er mit GoVP angegriffen wird, von dieser Seite zum Beispiel, dann rennen die Golems nach dieser Dev nicht unbedingt nach oben rein, außer man macht eben wirklich einen sehr breiten Gang, das ist die einzige Chance. Heutzutage mit den Wallis, so wie wir sie jetzt haben, da ist diese Base tatsächlich sehr anfällig. Zum Beispiel an solchen Stellen wie hier, weil eben hier so Platz ist durch die Riesenbombe. Und die Wallis rennen dann tatsächlich alle rein, wenn hier ein Queen Walk, jemand einen Queen Walk von der Seite macht. Hier die Clanburg ist gut lockbar. Das ist nicht sehr gut. Also aktuell sollte man diese Base zum Trophy-Pushen eher ändern, weil sehr viele Leute mit eben mit den neuen Walküren unterwegs sind. Ja, aber ansonsten sehr bekannte Base. Das Layout gibt es ziemlich häufig, ziemlich ähnlich. Und an sich die Helden, meiner Meinung nach auch viel zu weit außen, verhindern aber auf jeden Fall dann die drei Sterne, dadurch, dass die so weit außen sind. Jo, aber ansonsten, was kann man noch sagen? Ja, hier die Fallen, zum Beispiel Skelettfallen, sind unglaublich wichtig gegen OVP, nahe am Rathaus sortiert. Zusammen mit denen hier. Er hatte so ein bisschen Platz gelassen zum inneren Ring. Dadurch ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich eine Menge der Truppen außen rumrennen. Dementsprechend hat es diese Base schon sehr in sich auch. Die Aufstellung der Traps hier, die finde ich sehr fragwürdig. Die würde ich eher irgendwo hier zum Beispiel in die Ecke setzen, sodass mögliche Mauerbrecher hochgesprungen werden oder eben in diese Base hier rein zwischendurch. Also gerade gegen die Buddies sind jetzt. Sind die auch sehr stark, wenn man die hier reinsetzt. Also die war ich sehr, sehr stark. Ja, das war es soweit zu den aktuellen Dorfbesuchen. Jetzt liegt es an dir. Ihr seht hier als erstes oben rechts, könnt ihr in die Infokarte klicken. Dort kommt ihr dann auch direkt zu den anderen Strategy Guides und Tutorials und so weiter.
Wenn du auch gerne einen Dorfbesuch hättest von deinem Dorf, dann schreib einfach einen Kommentar hier unter dieses Video mit deinem Clan-Namen. Am besten ist das Clan Tech, das Clan-Kürzel also, und natürlich deinem Spielernamen. Und schreib ruhig auch noch dazu, welches Rathaus du bist, damit ich 100% sicher gehen kann, dass du das bist. Und ja, wenn es nicht zu viele sind, dann bist du im nächsten Dorfbesuch-Video schon mit dabei. Und wenn es mehr Leute sind, dann ja, werdet mal schauen, wird es noch ein bisschen dauern. Je nachdem, wie viele Leute anfragen, kann ich natürlich euch alle mit reinnehmen und von euren ganzen Dörfern Dorfbesuche machen und euch so ein paar kleine Tipps und Tricks geben. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Haltet die Ohren steif und lasst euch euer Dorf nicht überrennen. Ciao!